Hallo, meine lieben Zuschauer, Ice-Age-88 nochmal am Start und ich habe vergessen, wir kriegen hier noch eine kurze Kampfsequenz über Kimari und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, gib's uns. Ein kleines Blümchen und es spuckt uns an. Du Ekel! Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn Fiend's abilities. Hey, sounds cool! Und wie cool das klingt. Also, Special Dragonic und los geht's. Wusch! Kimari hat Kernspucken erlernt und dadurch steigt unsere Ekstaseleiste sofort aufs Maximum. Und mit Lulu einmal kurz einen Feuerball drauf. Brenn, du Sau. Damit ist er noch nicht am Ende. Ich möchte mit Kimari eigentlich ungern... Na komm. Feintech, zeigen wir es euch. Sprung haben wir ja schon gesehen in dem Kampfvideo gegen Kimari selber. Deswegen Kernspucken auf Spuckkraut. Und... Boom! Sieht also genauso aus wie auch vom Gegner. Schön. Und ein Wundersferoid, sehr geil. Ja, Kimari hat jede Menge sogar von diesen Dragonic-Techs, die er erlernen kann, von Gegnern. Ich muss mir nochmal genau angucken, welche Monster das sind, damit wir auch ja keine verpassen. Denn dafür mache ich mir am besten einen Zettel fertig, weil ich möchte sie wirklich auch alle haben. Da sind wirklich ein paar richtig, richtig geile bei. So, ihr Lieben, und jetzt geht's mit dem Level-Video weiter. Nach dem Level-Video melde ich mich nochmal kurz. Bis gleich, ciao!
You know what I need? Some time away to get some air. I just can't stay. You know what I think? I oughta be chasing my dreams, but you're bringing me down. Und da bin ich auch nochmal. Ich habe eine Frage an euch. Möchtet ihr solche Level-Videos im Zeitraffer haben? Möchtet ihr einfach nur, dass ich es offscreen tue? Oder möchtet ihr einfach ein paar sehen? Ein paar mache ich offscreen, weil leveln müssen wir auf jeden Fall ab und an. Weil sonst werden die Gegner irgendwann zu hart. Ich möchte natürlich auch nicht overleveled sein, damit das dann zum Spaziergang wird. Ich möchte euch schon, ja, ein bisschen Spannung, ein bisschen Action und ab und zu vielleicht auch mal ein Fail zeigen. Also eure Meinung ist mir jetzt hier wichtig, also ich werde auch, bevor ich nicht irgendwie Feedback habe, werde ich auch nicht großartig nochmal ein Level-Video machen. Bis dahin, ich bin IceAge88, Let's Player aus Leidenschaft. Wir sehen uns im nächsten Part, ciao!